Kernkompetenz ist natürlich die fachbezogene Kenntnis der Erkrankungen, die Behandlungsmöglichkeiten und meiner Ansicht nach, also gerade im Krankenhausbereich, die soziale Komponente ist ganz, ganz wichtig, versuchen Zeit für die Patienten zu haben, aber auch, sagen wir mal, einen kollegialen Umgang. Also wir merken jetzt zum Beispiel gerade im kollegialen System, im kleineren Haus, ist es natürlich viel einfacher, eine flache Hierarchie zu pflegen. Das heißt also nicht so per Mufti, sondern man bespricht alles miteinander, auch interdisziplinär, eine sehr enge Kooperation. Das ist das, was ich hier auch zum Beispiel genieße in dem Krankenhaus. Aber ich bin dem Arzt nachgereist, der hierher ist. Der hat einen sehr guten Ruf in Freudenstadt. Und er ist ja der Spezialist für Hüft-, Knie- und Schulteroperationen. Man geht halt schon dahin, wenn man das hört, wissen Sie. Und das, was so von außen kommt, das ist oft einmal noch wichtiger. Die Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist A und O, alles andere bringt es nicht letzten Endes. Kompetenz und dann von vielen Bekannten, die er auch operiert hat. Das ist also, das war eigentlich schon mein Grund, dass ich hierher bin. Und dann gefällt mir auch das kleine Krankenhaus, muss ich sagen. Das ist einfach schöner wie etwas Großes. Ja gut, er muss natürlich verschiedene Dinge integrieren können. Er muss fachlich sein, aber er muss natürlich auch mit gewisser Menschlichkeit und mit gewisser Empathie mitbringen. Das ist, denke ich schon, dass das unverzichtbar ist. Ja, dass man eben einfach mit den Kollegen und mit dem Personal gut zusammenarbeitet, das ist mir wirklich wichtig. Außerdem war es mir auch wichtig, das Haus fortzuentwickeln. Wir haben ja immerhin die Zertifizierung durchgeführt nach KTQ. Das ist gar nicht so selbstverständlich für ein Haus dieser Größenordnung. Eigentlich habe ich mich da auch sehr engagiert und eingebracht, weil es mir wichtig war, auch eine bestimmte Qualität auch nach außen hin und nachprüfbar eben zu zeigen. Das Haus hat die Grundversorgung. Das heißt also, man hat schon das Gefühl, dass man auch für die Patienten in einem bestimmten Bereich, für die Menschen in einem bestimmten Bereich zuständig ist.